Hallo zusammen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich mittlerweile in Oberammergau. Und zwar gerade hier am Bahnhof, um von hier aus im Grunde direkt in den Ort zu gehen, um mir alles anzuschauen und es natürlich euch dann auch zu zeigen. Ich hoffe, ihr mögt diese Videos noch und bleibt dran. Ja, das erste jetzt, wenn ich hier so Richtung Zentrum gehe, ist hier wieder ein kleiner Fluss. Und ganz markant da oben das Gipfelkreuz. Und ich habe schon ganz viele Hinweisschilder gesehen, die alle Höhenangaben haben von weit über 1500 Metern, wo man auch mal eben hochgehen kann. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Ansonsten gibt es schöne Wege entlang des Flusses links und rechts. Und natürlich hier nach Ammergau rein. Dann gibt es ja noch Oberammergau, Unterammergau. Deswegen mal sehen, was mich hier so erwartet. Ja, und hier geht es jetzt ins Zentrum. Schöne, prachtvolle Bauten mit diesen ganzen Holzelementen. Da wisst ihr ja, dass mir das unheimlich gut gefällt. Und dann noch dazu diese Malereien. Das hat schon wieder was ganz Besonderes. Schau mal dieses kleine Restaurant an, Zurtini. Und so zieht sich das da weiter. Ich zeige jetzt im Grunde nur eine Straßenseite und eventuell beim Runtergehen dann die andere. Weil es gibt echt auf jeder Seite schöne Gebäude. Dort einen schönen Blick auf Hotel Alte Post. Und hier hinter mir einmal ein herrliches Bild der Passionsspiele und auch im Laden dann die ganzen Figuren dazu. Hier gibt es ein Parkplatz-Kino oder Parkplatz-Autokino. Das kann man jetzt so oder so auslegen. Ich schaue mal nach. Nein, hier gibt es ein Kino, Heimgarten-Kino. Aber hier riecht es gerade ganz lecker nach geschmorten Zwiebeln. Da kriege ich ja schon wieder ein kleines Hüngerchen. Hier wieder so prachtvoll verziert. Von hier hat man nochmal einen schönen Blick oben auf den Gipfel. So neben der Kirche her. Hier ist ein richtiger Duft von Weihrauch in der Luft. Ich bin jetzt hier auf Höhe der Kirche schon fast, aber dass man das schon hier riecht, schon intensiv. Aber ich sehe da hinten blauen Himmel. Sollte ich es diese Woche doch noch erleben, Sonnenschein zu bekommen? Wünschenswert wäre es. Vielleicht sollte ich einfach auch auf die andere Seite des Berges fahren. Da scheint ja anscheinend die Sonne. Aber bis ich da bin, ist die Sonne wahrscheinlich schon wieder weg. Direkt hier gegenüber von der Kirche ist zum Kirchenbauer das Haus. Und jetzt gehe ich doch einmal Richtung Kirche rein hier. Ich muss erst über den Friedhof. Die sind ja hier schon sehr prunkvoll gemacht. Wenn man das so mal mit unseren westfälischen Friedhöfen vergleicht. Das hat schon was ganz Besonderes hier. Ja, die Kirche ist offen und ich schwenke nur einmal kurz. Das ist echt beeindruckend. Ja, hier mittendrin ist so ein bisschen modernisierter Platz, wo man sich auch mal hinhocken kann, wenn man das denn mag. So, und ab hier ist jetzt Fußgängerzone.
so ungefähr 200 Meter. Schöner kleiner Park. Und wieder perfekte Wandmalerei. Auch von der Vorderseite. Dort oben ist schon so ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Da hat dieser Ort bestimmt auch nochmal einen ganz anderen Charme, wenn alles dekoriert ist und dann im Dunkeln. Stelle ich mir auch schön vor. Hier bei der Malerei steht oben drüber das Bild gemahnt an alte Zeit, um glänzende Vergangenheit. Die alte Rottstraße führt da von Augsburg nach Venezia. Das ist doch sehr schön. Und dort das große Gebäude im Hintergrund ist das Passionstheater. Da werde ich jetzt als nächstes rübergehen. Also das Örtchen hier ist sehr entspannt. Es ist nichts los. Großteil der Geschäfte hat auch zu. Ist wirklich ein reiner Saisonort, wenn hier keine Touristen sind. Ja, und dann ist auch nichts. Aber es ist schön, es ist schnuckelig hier. Und so ist einmal das ganze Passionsgebäude hier zu sehen. Das ist natürlich ein Riesentrümmer. Da finde ich persönlich, hätte man das traditioneller zumindest von außen wirken lassen können. Ich habe überlegt, wie ich das Gebäude zeigen soll, damit es gut aussieht. Ich zeige es einfach mal kurz so von vorne. Was positiv zu erwähnen ist an diesem Festspielhaus, der Bereich, wo die Toiletten sind, ist geöffnet als öffentliche Toilette. Und die sind echt picobello sauber und schön in schwarzem Marmor alles. Da kann man fürstlich mal aufs Klo. Oh, hier hat man sogar einen Blick rein. Da linsen wir doch mal kurz. Ist ja nicht so, dass ich immer neugierig bin. Oh, das ist schon eine große Bühne. Meint man gar nicht. Ja, das hat schon was. Und was da technisch interessant ist, das Dach, was man da sieht, kann hier über so ein Schienensystem komplett zurückgefahren werden. So, ich spaziere wieder entlang des Flusses vom Anfang, wo ich den Namen immer noch nicht weiß. Ich habe echt keine Schilder gesehen bis jetzt. Aber ist vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Dort auf der anderen Seite ist der Bahnhof zu sehen und mein Wägelchen, die gute Hope. Das heißt, das Video hier in Ammergau endet schon. Und ich muss sagen, ja, ist ein schöner, kleiner, schnuckliger Ort. Jetzt außerhalb der Saison nicht viel los. Dann, ja, Corona trägt vielleicht noch ein bisschen dabei. Ich bin unter der Woche hier. Das sind alles solche Faktoren. Aber auf jeden Fall sehenswert, wer so diese Architektur mag. Ansonsten natürlich sehr touristisch geprägt. Mir hat's gefallen. Im Umland kann man viele Touren machen, so Bergsteigen, längere Radrunden, bis zu 60 Kilometer hatte ich vorhin auf einem Schild gesehen, so eine Radtour. Also durchaus schön, aber nichts, was ich jetzt in der Jahreszeit bevorzugen würde oder was mich dazu treiben würde, jetzt hier zu bleiben. Da mache ich mich lieber auf den Weg in das nächste Örtchen, was dann bei euch wahrscheinlich das nächste Video wird. Also, macht's gut. Euer Markus.